Hallo zusammen, ich habe hier zur Reparatur bekommen eine Kühlbox. Wir machen jetzt wieder Reparaturen, wenn die Winterzeit da ist, von Fremdprodukten. Das ist eine Acetyl-Kühlbox. Hier das Tippenschild und das ist hergestellt oder hergestellt für IPV GmbH in Deutschland. IPV wurde mittlerweile ging dann in Konkurs, der Herr Zorn, das war der Besitzer, der hat dann das verkauft aus der Konkursmasse raus an Dometic. Der Kunde, der hier ankam, sagt, er hätte die Box gekauft, weil sie einen Danfoss-Kompressor drin hat. Danfoss ist der beste Kompressor weltweit. Das ist ein Nachfolger Secop, nur habe ich gesagt, ja, aber die Boxen wurden, die ersten wurden mit Secop-Kompressor gebaut und die nachher mit Colco. Die Box schraubt man hier unten auf, all diese Schrauben lösen. Ich habe sie bereits gelöst. Und diese Box hat drin einen Colco, also auch hier Kabelsalat und so weiter. Wir haben ja diese Boxen auch vertrieben. Und als wir dann rauskamen, dass die zweite Serie, die kam, eben diesen Colco-Kompressor drin hat. Das Problem ist, dieser Kompressor macht 8000 Betriebsstunden, wenn überhaupt. Und dann bricht die Pumpe. Und das ist genau das Gleiche. Ich habe schon aufgetrennt von diesem Kompressor. Er ist qualitativ nicht so aufgebaut wie ein Secop Danfoss. Und das ist jetzt hier auch das Problem. Die Box ist ja nicht neu, aber wenig gebraucht. Auch innen drin sieht die picobello aus. Aber hier ist es grenzwertig, einen anderen Kompressor reinzumachen, weil es lohnt sich einfach nicht. Und vor allem, ich kriege keinen Ersatzteil, ich kriege keine Steuerung, ich kriege nichts mehr von den Boxen. Wir haben ein paar ausgeschlachtet, wir haben ein paar Bauteile davon, aber kein Nachschub mehr. Ja, das ist was von dieser Acetyl-Kühlbox. Der Kunde hat jetzt eine neue gekauft, eine B31P. Das verlinke ich euch oben. Und diese Box werden wir entsorgen. Ich habe den Kompressor schon im Museum. Da ist auch nicht mehr viel zu machen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.